Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in den letzten zwei Folgen, also in der letzten Woche, haben wir es geschafft, dass wir endlich Regen bekommen und einen blauen Himmel, was natürlich mega, mega cool ist. Unsere Werte sind auch mittlerweile echt nicht schlecht, was um die Atmosphäre geht. Unsere Systeme sind auch heavy am Laufen. Schauen wir mal in die Forschung, wie es hier ausschaut. 33% für angepasste Vegetation bedeutet, wir sind auch schon auf dem Weg. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weiterläuft, weil es jetzt aus den ganzen Tiefs, die wir die ganze Zeit hatten, immer mehr Richtung positiv geht und immer besser wird, meiner Meinung nach. Was natürlich mega, mega geil ist. Wir haben überall noch erschließbares Wasser, unsere Produktion läuft gut, Strom ist stabil. Und ich würde gerne, ne, dafür muss ich woanders hin. Hoppala, schau mal, was kriegen wir denn da? Oh, große Lieferung. Wer ist bloß gerade nicht, wo wir die ganzen Lieferungen hinhaben wollten? Shit. Wo war denn die Lieferungsproduktionsanfrage? Schicken wir die einfach alle an die Front, würde ich sagen, oder? Ah, wir haben die Fleife hier geliefert, kann es sein? Schicken dich hier zwischen. Und ihr beide wollt eigentlich starten, ne? So, jetzt kommen die nächsten wieder runter. Weil wir bauen ja eh gerade einen Weltraumlift. Auch eine relativ coole Aktion ist, wenn man sich so anschaut. Die Projekte sind zwar riesig, giftiger Regen. Ja, super. Ja, wir können es jetzt noch verbessern, die Atmosphäre, damit der giftige Regen nicht mehr kommt. Aber ich glaube, mit dem Problem werden wir in Zukunft auch relativ zügig werden. Ich glaube, der Weltraumlift wird aber für uns so eine der Errungenschaften werden, die viel, viel Positives bringt. In Lieferung an Metall sind wir natürlich dementsprechend auch gut aufgestellt. Und als nächstes Großprojekt hätte ich dann die Mohole Mine in einem Standardproduktion 50 Metall und 20 Edelmetalle. Damit stehen wir mega gut da. Wenn wir das mal vergleichen mit unserer aktuellen abreisende, 10 Stück, okay, das ist nicht schlecht. Haben wir hier 10, 12, 3, wir kommen an die Produktion von einem von den Geräten ran. Und ich glaube, bin mir nicht sicher, ob die überhaupt Mitarbeiter brauchen, aber 400 Beton haben wir, 100 Metall können wir liefern lassen und 300 Maschinenteile, ja, müssen wir gucken, aber ich glaube, selbst das können wir liefern sonst am Ende. Wenn wir aber vor allem den Weltraumlift mal fertig haben, sind wir gut aufgestellt, weil wir eine gute Verbindung für alles Mögliche haben. Deswegen steht er ja auch in unserem, sozusagen im Zentrum. Wo kommt denn der Meteor gerade her? Was soll denn das jetzt? Giftige Regen verbleiben 3 Stunden. Der giftige Regen ist natürlich, sagen wir, ja, Resources are low. Hm. Kann man jetzt so oder so sehen. Sie stehen noch gut. Wir produzieren 1400. Wir müssen halt massenweise gerade hier investieren, ne? Das ist jetzt die Sache. Wir haben auch hier schon wieder die ganzen Holzvorräte voll. Holzvorräte. Steinlagerplätze sind pumpvoll. Was natürlich nicht einfach macht, zu schauen, dass wir hier auf positiv bleiben, weil wir produzieren natürlich in Massen das ganze Zeug die ganze Zeit. Welche Drohnen sind überlastet? Die Drohnen sind überlastet. Ja, könnte man hier noch ein paar Fertigbauten dazugeben. Gehen wir mal auf 30. Naja, okay, jetzt ist gerade auch die Nahrungsproduktion, die er geöffnet hatte. Das ist natürlich negativ belastet. Okay, du bist nicht vollgeladen, du bist auch nicht vollgeladen, du auch nicht. Ihr zwei seid sowieso nicht für die Abreise gedacht. Da sitzen die 10 Touristen drin. Die sind wahrscheinlich hier unten aus unserer Kuppel rausgekommen. Wie schaut es jetzt hier aktuell aus? Ja, bekommen. Na, noch 5 Polymer, 10 Metall und 94 Beton. Das geht eigentlich. Die Nahrung sinkt mittlerweile, glaube ich, eher wie, dass wir Nahrungsproduktion, Nahrungsverbrauch.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich in dem Fall sagen. Ein zweischneidiges. Ah, das können wir in Zukunft ja alles auch verbessern. Es gibt ja dann immerhin Produktionsgeräte, die das um einiges besser können. Wo sind die? Gesteinsabfallanlage. Ja, da erforscht ich nur Gesteinsabfall. Ja, dann fliegt mit den Flugzeugen weg. Wir haben doch genug jetzt mittlerweile hier. Wie schaut's aus? 18, 29, bedeutet der ist gleich voll. Der kommt auch der Füllung immer näher. Was wollen die denn mit Beton? Eine Mauer bauen? Na, komm, ist auch voller. Du bist voll, du hebst ab. Haben ein Produkt, was ich weniger zu sorgen. Benzinlager ist natürlich der Wahnsinn. Mittlerweile besitzen wir 2700 Benzin. Vielleicht, wir bieten. Ah, oh, wirklich anbieten, okay. Dann bieten wir Beton im Austausch für Nahrung. Immerhin stehen wir mit Beton immer noch am besten da. Akzeptieren wir. Und damit können wir auch gucken, dass wir unsere Nahrungssachen relativ hochhalten können. Hier aus, noch nicht voll. Du bist voll, abheben. Wir schauen halt, dass wir mit den Raketen relativ voll fliegen, damit wir vorbereiten können auf die zukünftigen Missionen, die jetzt dann kommen müssen. Und die müssen natürlich dementsprechend gefüllt sein. Jetzt macht 30, Produktion liegt bei 19. Aber wir fliegen halt in letzter Zeit sehr, sehr viel mit unseren Raketen. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Oh, der Weltraumlift wird gebaut. Oh, oh, oh. Du hebst ab. Der Weltraumlift. Oh, schaut euch das Ding an. Bohnenstange. Der Weltraumlift ist da, Leute. Geil. Okay. Wartet auf Export. Gelieferte Ressourcen, nichts. Meister hat uns 5000 gebracht alleine. Holy shit. Wir haben 17 neue Bewerber für Weltraumlift. Schau dich das an. In Kolonie. Also kann ich jetzt einfach hier sagen, okay, ich will eine Lieferung von 80 Stück haben. Starten. Dann schießt der hoch. So, ich will noch eine Passagierrakete. Tourist. Und zwei Botanik und Offiziere starten. Wie viel? Okay, dann müssen wir halt abbrechen. Warte mal, die zwei müssen weg. Der Rest war ja nur touristisch, ne? Hatten wir noch ein paar Touristen drin oder waren das jetzt alle? Schaut noch allen aus, starten. Ja, trotzdem starten. Was, nur 160 Millionen? Oh. Das ist jetzt echt geil. Also das ist mal geil. Jetzt haben wir instant unsere Ressourcen erhöht. Holy shit. Das ist geil. Das ist natürlich echt geil. Wir haben 209 Millionen von den 17 abreisenden Bussen, Geldmittel und 17 neue Bewerber. So, wir werden uns jetzt aber nochmal die Blue Sun Corporation, verdeckte Operation Technologie, stellen. Machen wir auch Technologie stellen. Jetzt haben wir ja den Weltraumlift, jetzt sind wir natürlich gut bestellt. Nice.
7-year-old Venetian tried out for and was accepted into the Italian Aeronautica Military. Unfortunately, his musical breakthrough came just before the training was supposed to start. So, das sind jetzt die neuen Passagiere. So, machen wir mal hier unten. A colonist has died. No. Ja, warte, wir wollen schnell gucken, ob wir eine Landeplattform noch hier in der Nähe irgendwo errichten können. Research complete. Angepasste Vegetation, nice. Bedeutet, du kriegst von uns Aufwald, Mischwald und Büsche. Milestone achieved. Früchtet meinen grünen Daumen. Heißt es, hat sich der erste schon irgendwo entwickelt, oder heißt es nur, dass wir sozusagen damit jetzt das gemacht haben? Pflanze Bäume auf der Marsoberfläche. Wo denn? Funding received. Oder tauchen die noch auf, sind die noch so klein? Meine Pflanze, ein Baum auf der Marsoberfläche. Also irgendwo müsste ja dann ein Baum sein, oder? Heißt auch, dass langsam die Pflanzen natürlich dementsprechend anziehen sollten. So, jetzt holen wir erstmal aber die 19 Touristen runter. Verdeckte Operation. Die landet wieder hier. Wir stellen bei dir mittlerweile mal die ganzen Sachen hier ein. Ein abreisender Kolonist ist auch in Ordnung. Sollen wir vielleicht noch eine Kuppel bauen hier unten? Wir sagen, wir machen wenigstens eine Mittel hier irgendwo noch hin. So, sagen wir hier zum Beispiel hin, dass wir noch eine mittlere Kuppel hier anschließen. Und ich habe hier unten extra Platz gelassen, damit wir mit dem Durchgang hier durchkommen. Ich weiß, wir kommen gar nicht so weit, das ist es blöd. Also wir müssen die Kuppel hier stehen. Das bedeutet, wir müssen halt rein theoretisch hier unangetastete bearbeiten. Was habe ich denn hier noch? So eine Mikrokuppel. Die wäre doch was. Das wäre doch noch was. Giftiger Regensturm, mal wieder. Oh, yeah. Auch wieder akzeptieren. Wir erhöhen mal wieder unsere Ressourcen an Nahrung. Wie schaut es mit dem Wasservorrat hier unten aus? 27.000 noch. 9.000 wird halt nicht reichen. Das heißt hier 52.000 und 10.000. Macht nochmal 60.000 gesamt. Edelmetall-Export, cool. 4,4 Milliarden mittlerweile. Also das Mohole Project ist natürlich die Sache. 100 Metall haben wir fast nicht auf Lager. 300 Maschinenteile haben wir fast auf Lager. Und den Rest können wir ja so per Nachschub, Weltraumlift. Dann hole ich hier nochmal 90, 40, dann starten wir das und dann schicken wir das Mohole Project Wo schicken wir das denn hin, das Mohole Project? Das heißt, ich schicke das jetzt einfach hier hin, da schaut's cool aus.
Dann muss das jetzt gefördert werden. Das kostet natürlich auch nochmal massenweise. Aber der Weltraumlift tut uns ja super versorgen. Kuppel ohne Lebenshaltung. Ja, okay, die ist auch neu gebaut. Was erwartet ihr, Leute? Also Stromversorgung ist relativ schnell zu kriegen. Haben wir noch eine Luftversorgung und alles. Dann nehmen wir uns die Röhren von da vorne vor. Und dann haben wir das erledigt. Und dann kommt für die Kuppel eine Verbindung hierhin. Also hier kommt mal ein großes Apartment hin. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wenigstens hier einen Lebensmittelladen haben. Dann brauchen wir noch einen kleinen Garten. Und dann wäre ich noch hier für einen Weltraumbar vielleicht. Dass wir eine kleine Weltraumbar noch anbauen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar Mitarbeiterwohnplätze und alles drum und dran. Ah, hier ist mal die Wohnanlage, wähle ich aus. Wohnquartier müsste das eigentlich sein. Da muss ja hier der Übergang drüber. So. So, bedeutet, der müsste auch gut vorangehen mittlerweile. Jawohl. Wird zwar eine Ewigkeit noch dauern, bis das Ganze vollgefüllt ist, aber das ist jetzt nicht das Problem. Dann können wir jetzt hier nochmal auf Nachschub vom Weltraumlift setzen. Tun wir hier nochmal 50 nachfordern und hier auch nochmal 50 nachfordern. Dann Startport. Edelmetallexporte 20. Ja, okay, wir vertun jetzt halt dauernd exportieren. Ne? Jetzt kommt die Lieferung an. Nachts haben wir aber nur noch minus 22. Ne? Das ist Wahnsinn. Also der Strombedarf ist sehr, sehr niedrig. Hier sind wir auch gut aufgestellt. Wir produzieren 41 und 16 brauchen wir. Hier können wir eigentlich nochmal eine Polymerstation dann bauen. Treibstoff. Gut da und hier stehen wir auch relativ gut. Kolonist mit Heimweh. Zwei Stück hier oben. So, dann Passagierrakete. Raketenkapazität, passende Bewerber 77, verfügbare Wohnorte. Ständig der Senior? Senior raus, Senior raus. Ich weiß, ihr wollt ein schönes Leben auf unserem Gebiet haben, aber nein, bitte nicht. Geologe, Ingenieur und... Ja, tun wir nochmal einen Kernspezialist raus. Ich tue noch einen Ingenieur rein. Noch einen mit Kenner. Noch einen Ingenieur. Gegen den Mediziner noch austauschen. Dann starten wir die Mission. Komm, ich will Büsche sehen. Da! Sie entstehen. Schaut euch das an. Die ersten Bäumchen. Ja, wie cool ist das denn? Es wächst der erste Wald. Ja, unglaublich. Ja, cool. Wird zwar ein bisschen dauern, bis der schön gewachsen ist, aber dann ist es natürlich... Oh, schön.
Das sind unsere Raketen, die hier starten wollen. Da kommt die Rakete zurück und das ist unsere Rakete aktuell. 60% Atmosphäre schon. Ja, der Verlust von der Atmosphäre ist natürlich schon brutal. Da bräuchte man in Zukunft dieses Magnetding. Was forschen wir eigentlich aktuell? Magnetfeldgenerator. Genau das, was ich gerade gemeint habe. Groß angelegte Ausgrabung ist in dem Fall für Beton kriegen automatisch. Ist natürlich auch genial. Was haben wir hier noch? Stammzellen, das Pensionsalter und der Tod durch Altersschwäche treten im Leben eines Kolonisten deutlich später ein. Erhöhte Kapazität der Raketen. Neue Spitzengebäude, Archäologie. Megasatelliten, Schalte, Produktion, Meter. Das sind Weltraumspiegel starten, verbesserte Temperatur, Magnetschild starten, verringert Verlust von Atmosphäre. Verfügbar in Planetenansicht. Was wir bräuchten, wäre was ganz, ganz anderes noch. Das muss ich aber noch finden. Oder wiederfinden. Ich weiß nicht, wo das ist gerade. Ne. Die Extraktoren-Dinger, das können wir vielleicht ein bisschen nach vorne schieben noch. Feuchtigkeitsgewinnung, was ist das? Neues Gebäude, Feuchtigkeitsseparatoren, erzeugt Wasser aus Atmosphäre, funktioniert während Staubstürmen nicht. Okay, das sollten wir dann eh nicht mehr nicht machen. Terraforming, Verstärkung, Treibhausgasfabrik. Wie hieß denn das Gebäude jetzt? Was wir da hatten. Gesteinsabfallverflüssigung. Gesteinsabfallverflüssigung. Gesteinsabfallverflüssigung, hier. Braucht 20.000 Gesteinsabfallanlage. Wandelt langsam Gesteinsabfall in Beton um. Das wäre für uns auch... Jetzt lassen wir erstmal das hier erforschen, was wir da drin haben, weil das alles wichtig ist für uns. Alles wichtig. Vor allem, wenn das Projekt mal fertig ist, holy shit, dann geht's ab, ich sag's euch. Dann geht's richtig ab. Resources are low. Ja, dann holen wir halt welche nach. Funding received. Ist ja kein Problem. Weltraumlift. Liefer mir Beton. Viel Beton. 80 Stück. Let's go. Das ist Drohnen, warum sind Drohnen überlastet? Was haben wir hier aktuell auf Lager? Neues Delivery. Und schon wieder haben wir Metalle ohne Ende. Was ist denn hier? Funktioniert nicht wie ein giftigen Regen. Achso. Da war was. Aber unser erster Wald, er wächst. Ich glaub's ja kaum. Es wird grün. Jetzt muss nur noch der giftige Regen weg. Ich weiß bloß nicht, bei wie viel Prozent der verschwindet. Hier mal bitte. Du kriegst von mir so jetzt schon. Wie viel bringt sich so ein Mischwald? Benötigt Saatgut, Ernte 2. Der kann man sogar ernten von. Achso, ja, der tut halt das verbessern, ne? Verbesserung der Bodenplatte sind um 50%. Wo sind die jetzt hingelaufen, die Deppen? Die sind oben reingelaufen, kann das sein? Sie hier wohnen auf jeden Fall. Ist das ein Kind? Scheint so. Die Weltraumbar ist auf jeden Fall da. Hier haben wir einen kleinen Essensladen. Das soll ein 24-7-Shop werden, bitte. Wir haben hier Sicherheitsoffiziere drin. Wir haben hier Leute drin. Gut.
their roots in the old world. And by that I mean the region to the right of the Atlantic Ocean. At least so. If you use an old-fashioned map. Na komm. Anyway, it's time to travel to the residence of the simple folk. Jetzt wird hier natürlich im Mast. The latter is a kind of martial art that combines dance, acrobatics and music in an odd but entertaining blend. Wollen wir denn hier noch freie Arbeitsplätze bitte? It's just as legal as any other beautiful fighting style. If you don't get to see stars from being kicked in the face by a capoeira master or from Comfort Boost verbessert den Komfort aller Wohnorte, die sich innerhalb der bewohnen. Brazilian Space Agency. A colonist has died. Wenn ich hier so eine fette Kuppel, dann verbessert das die Leistung. She's the epitome of a bright shining star. That's probably why the Brazilians chose her to represent their country in this edition of the Mars Vision Song Contest. This is Aurora. Ich würde halt gerne so eine Megakuppel hinstellen, ne? Aber dafür brauchen wir das hier, Geoscape-Kuppel. Ne, wir brauchen das hier gleich, ne? Megakuppel. Das ist aber auch 20.000, holy shit. Kernerwärmung. Ich glaube, den können wir fürs Erste auslassen. Schauen wir mal, dass wir das in der Reihenfolge machen. Du brauchst nichts, du einfach durch. Und die anderen zwei sollen jetzt nochmal auf jeden Fall bei den Russen hier drüben eine verdeckte Operation starten. Dann tun wir Technologie stehlen. Kann ich das mittlerweile auch wieder machen oder ist das noch... Dann tun wir ihnen mal ein paar Spezialisten rekrutieren. Hallo, wir haben Wälder. Bei uns entsteht gerade ein Wald. Die wollen zu uns. Schaut euch dieses grüne Ding an. Es wachsen Bäumchen. Bäume. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Ja, dann investieren wir jetzt mal voll in Mischwälder. Weil die Höhen ja mal extrem das Gebiet, schaut euch das an. Die Bodenqualität ist ja der Wahnsinn. Was ist, wenn wir da rein theoretisch noch einen kleinen See platzieren? Einfach so einen kleinen See. Nichts Spezielles, einfach hier noch so einen kleinen See hin. Den schließen wir über ein Rohr von hier an. Sollte ja nichts Großes sein in dem Fall. Aber so ein... 6 Spezialisten geklaut, cool. Aber wir hätten auf jeden Fall noch eine schöne Verbesserung hier. So, 3 Passagiere ready zur Landung. Und du hast 12 Passagiere, perfekt. Brasilien bietet gutes Angebot an. Das nehmen wir doch. So, dann tun wir noch einen kleinen See machen. Muss ja kein großer sein, aber der hilft, glaube ich, den Bäumen sich dann hier auszubreiten. Und es schaut natürlich auch noch cooler aus. Schaut natürlich noch cooler aus. So, wie schaut es bei dir aus? Metalle sind alle drin, jetzt müssen nur noch... Du bist auch fast fertig. Wahnsinn. Jetzt fehlt eigentlich dann nur noch großteils Beton. Sechs Kolonisten erfolgreich geklaut. Verlassen Mars. Wo wollt ihr denn den Mars verlassen jetzt? Die laufen zu den Raketen. Leute, die reisen nicht ab. So, okay, das passt. Das passt auch. So, Kolonisten haben ein wenig nicht funktionierende Gebäude. Auch der neue Mitarbeiter, oder was? Ah, ihr habt schon massenweise Mitarbeiter. Scheiße.
Hm, das ist natürlich scheiße jetzt. Wir könnten hier noch irgendwie eine Verbindung zu einer Kuppel vielleicht machen, aber das wird auch schwer. Wir könnten höchstens den Park verkleinern und von da aus ziehen. Dafür müsste halt die Anlage hier weg. Dann tun wir die abreißen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo das die Mohole Mine dann fertig wird. Also, bis dann. Ciao.